Was geht, Leute? Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Das Wetter spielt mal wieder verrückt. Trotz allem, wir reacten wieder auf Shorts. Lasst gerne ein bisschen Liebe da. Let's go! Wie lautet die richtige Antwort? Bier, Bier, Bier oder Bier? Boah, da müsste ich jetzt überlegen. Kein Problem, nimm dir ruhig die Zeit. Also ich hätte jetzt... Ist das jetzt spezifisch, weil er die Schweizer Flagge hier oben hat? Schweizer trinken doch Bier, oder? Ist die Vermutung, dass es Bier sein könnte, aber... Ich habe auch schon Bier gehört, ja. Es ist mir jetzt zu risikoreich. Ich würde den 50-50 Joker nehmen. Gut, 50-50 Joker. Oh Mann, das habe ich befürchtet. Baustelle. Ist Ihre Antwort weg? Ja, und die andere Vermutung ist auch weg. Oh Mann. Gut, ich rufe den Michi an. Was macht er denn? Der Michi ist Landwirt, ja, und er kennt sich so gut wie in jedem Lebensbereich aus. Ah, super. Es ist spannend. Bunter Strauß, hallo. Können Sie vielleicht die Musik etwas leiser drehen? Servus, Herr Strauß. Der Schmitty hockt hier bei seiner ersten Frage und braucht Ihre Hilfe. Ich nehme A, Bier. Ja, er hat bereits den 50-50 Joker genommen und Sie haben ab jetzt 30 Sekunden Zeit. Wie lautet die richtige Antwort? Bier oder Bier? Schnell. Bier. Wie sicher bist du dir? Keine Ahnung, so 50-50. Ach, super. Er hat aber nicht gesagt A, Bier oder B, Bier. Schlecht. Was ist jetzt die Antwort? Mist. Wenn ich du wäre, würde ich mich da jetzt einfach mal richtig fett vordrängeln. Okay. Ist nicht so schlimm. Wenn du erwachsen bist und in einen Kinderpark gehst, kannst du dich überall vordrängeln. Aber trotzdem, ehrenlose Aktion. Voll ehrenlos. Was macht? Was? Vorwärtssalto? Tschüss. Guck mal, wie sie sich freut. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt auf dem Trampolin alle Tricks failen und sich richtig dumm anstellen. Das ist doch nicht schlimm. Das kann ich doch nicht mal, Bro. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt da drauf gehen und einfach bei jedem Mal dagegen knallen. Oh man. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt in das Airbag einen Trick machen und dann ganz langsam wieder rauskrabbeln. Also ich sag mal so, Funpark, also gibt's bei uns, Digga, 100 Euro für zwei Leute, glaube ich. Nie wieder. Und du darfst nur eine Stunde, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, wie teuer es war. Es war aber sehr teuer. Also ich glaube, mit 14.000 hat sich abbezahlt. Guck mal, da ist Gian. Der war doch in unserer Klasse. Der Klassenclown nach der Schulzeit. Lange nicht mehr gesehen. Warum tragt der... Digga, ich sag dir so, wie es ist, warum ich gerade das Gesicht gezogen habe. Ich war der Klassenclown. Und ich bin immer noch der Clown der Schule. Weil... Geiler Anzug, weil wir jetzt Manager sind. Und warum trägst du Unterhemd? Keine Ahnung, mir ist warm. Erzähl mal einen Witz. So spontan fällt mir jetzt keiner ein, ehrlich gesagt. Du hast dich verändert. Los, Jungs, pisst ihn an. Lass mich doch meine Arbeit machen, Jungs. Ich muss doch auch irgendwie Geld... Was? Pisst ihn... verdienen. Ich habe eine kranke Mutter zu Hause, die ich ernähren muss und ist doch jetzt wirklich kein Grund, mich einfach so anzupissen. Also ich finde es schon ein bisschen... Gian, ich bezahle dich nicht dafür, angepisst zu werden. Ran an die Arbeit. Okay, Chef. Kommt, Jungs. Wir gehen Geld machen. Was ist denn das? Ciao, Leute. War schön, euch wiederzusehen. Gibst du mir... Das ist komplett aus dem Kontext genommen. Aber sowas ist mir noch nie passiert. Ich weiß, ich war der Klassenclown, aber sowas... Nee. Vielleicht mal das N-Wort an den Kopf geschmissen kriegen, aber das war's. Diese Stein... Ja klar, warte. Hier, dein Stein. Gib mir Stein, du Idiot. Gian, wir sind nicht im Kindergarten. Mach deine Arbeit. Also früher hätte jeder gelacht. Gian, bist du's? Jasmin, wie lange ist es her? Ja. Ich hab dich wirklich nie vergessen. Wie läuft dein Leben? Ich bin jetzt verheiratet. Ich dachte immer, wir werden irgendwann heiraten. Doch nicht. Das ist wirklich so. Du findest deine... Also deine, sagen wir, deine Kindheitsliebe. Triffst du wieder, Bro? Oh, schon verheiratet, 5 Kinder. Läuft alles gut. Ich fahre einen Ferrari. Bro, wo bin ich hängen geblieben, Mann? Mit einem Bauarbeiter. Mein Mann ist CEO. Du meinst CEO? Halt's Maul, du ungebildeter Idiot. Warum bist du eigentlich nass? Ja, das ist eine lange Geschichte. Gian, hör auf, die Passanten zu belästigen. Okay, Chef, sorry. Ich muss weitermachen, Jasmin. Pass auf dich auf. Das ist doch jetzt echt nicht nötig. Ich will doch nur in Ruhe meine Arbeit machen. Jasmin hat ein Würstchen, Alter. Digga, dann ist okay. Dann ist okay, was das... Alles gut. Ich hab einen kleinen Bug. Hey, how much for the painting? Oh, $100. Cool. It's super great. Thank you. Yeah, you bet. Have a good night. Hä? Ich hab gedacht, das wäre ein Gemälde. Der Zack King, der foolt jeden. It's a really good deal, actually. Teaching our forest cat to play the piano. Ich bin jetzt gespannt, ob das wirklich klappt. Die will probieren, ihrer Katze beizubringen, wie man Klavier spielt.
Okay. Dann wird die doch irgendwann voll dick, oder? Wenn jedes Mal Essen rauskommt. Spielt die dann ein ganzer Song oder was? Ich bin gespannt. Oh, wie süß. Wer hat eine Katze? 3, 2, 1, ja. Nein! Ich glaube, das ist alles für dich. Das war voll. 3, Fanta! 2, 1, nein! Ja. Nein! Ja. Periodensimulator, ich kriege Elektroschocks. Aber chill! Chill! Max, es geht Mann, weiter. Mach auf! 3, 2, 1, ja! Oh, nein. Was ist es? Was ist Insekten. Boah, wie viel kosten die? Das ist schon krass. Wer hat schon mal Insekten gefuttert? Komm. Kommentiert, wenn Ash auch noch mal essen soll. 3, 1. Ey, wo bekommt man die Insekten, Mann? Will auch welche haben. Mama, da sind Falten drin. Falten? Zeig mal her. Okay, jetzt müsste es stimmen. Nein, da sind immer noch Falten. Lass mich noch mal. Okay, so. Immer noch. Also wirklich, das kann... Um was geht es? So Probleme habe ich noch nie in meiner Kindheit gehabt. Also wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein, es ist komplett normal, dass Falten in der Kleidung sind, vor allem wenn du dich die ganze Zeit bewegst. Okay, weißt du was, dann gehen wir jetzt eben nicht raus. Wenn du immer so ein Drama machen musst, dann gehst du jetzt einfach auf dein Zimmer und siehst halt, was du davon hast. Ich finde es wirklich so cringe, wenn erwachsene Leute Kinder nachspielen. Ich habe schon oft genug gemacht. Da sind Falten drin. Falten? Okay, zeig mal her. So besser? Ja. Oh Schatz, du darfst nicht reingucken. Wieso nicht? Das sind Zauberärmel, weißt du, die machen Quatsch mit dir. Und wenn du reinguckst, dann machen die wieder Falten. Das ist ein Zaubertrick. Zauberärmel? Ja, aber weißt du was, du trickst die Quatschärmel auch aus. Wir tricksen die auch aus. Du darfst die einfach nicht angucken und dann können die keinen Quatsch mit dir machen. Dann tricksen wir die aus. Na komm, dann lass uns raus. Okay. The fuck? Kurz vor Spielbeginn platzierte der Torwart etwas neben dem Pfosten und scheinbar hat es auch was gebracht, denn aus unerklärlichen Gründen ging der Ball nicht ins Tor. Wenig später nutzte der Gegner diesen freien Moment und entfernte genau dieses mysteriöse Objekt, was für viel Aufregung sorgte. Man weiß nicht wirklich, was es ist, doch genau danach gelang es den Stürmer ein Tor zu erzielen. War das nicht die... Denkt ihr, dass da irgendetwas dahinter stecken könnte? Oh, das war schwarze Magie, aber ich vergesse... Ja, wie hieß das nochmal? Oh, ich hab vergessen, wie es heißt. Leute, ich kann es einfach nicht glauben. Ich fliege gerade Privatjet. Danke euch, Leute. Privatjet? Dass ihr mich so unterstützt. Deswegen kann ich jetzt Privatjet also mit Hey Gum? Vielen Dank auf jeden Fall. Und danke für den Support, dass ihr seit Stunde 1 habt. Ja, doch. Was soll das? Warum findest du... Ich will, dass die Leute denken, dass ich reich bin, dass ich Privatjet fliege hier und krass bin. Deswegen Hey Gum. Schieß, ich hätte wirklich gedacht, das hätte geklappt. Katzen möchten nicht, dass du das über sie weißt. Wenn eine Katze dich kratzt, will sie dir sagen, dass du etwas falsch machst. Lern durch Schmerz. Du kaufst deinen Katzen als... So, Digga. Das macht eigentlich jeder, oder? Wenn du was falsch machst, kriegst du gleich eine Schelle. Falsche Futter. Egal, welches du kaufst. Katzen können sich so klein machen und finden in der engsten Lücke noch Platz. Außer auf deinem Bett. Da liegen sie nur quer oder auf dir. Katzen. Eine Schelle kassieren, wenn du was falsch machst. Fertig.